Ja, schönen guten Tag, Dietmar Schmaler, Studienberater bei der Firma Educon. Unser neues Video Psychologiestudium vor dem Chaos ist nach dem Chaos Teil 1. Wir haben da drei Videos. Es geht um das Psychologiestudium. Die Psychologie kommt nicht zur Ruhe. 2019 hatten wir eine Reformierung des Psychotherapeutengesetzes. Dann haben die Unis rumgeholpert bei der Einführung des neuen Bachelorstudiums, des polyvalenten Bachelors Psychologie mit neuen oder veränderten Lehrinhalten. So, da gab es schon mal große Probleme. Leute, die studierten, hatten die Frage, wie komme ich jetzt in das neue System? Ja, während des Studiums plötzlich ein Wechsel. Ja, die Studienberater an den jeweiligen Unis waren da auch oft überfragt. Jetzt müssen wir uns mal angucken, die Umsetzung auf das neue Masterstudium mit dem Schwerpunkt Psychotherapie läuft ja gerade erst. Was sind also jetzt die Folgen dieser Reformierung auch des Bachelor-Masterstudiums in Psychologie an den Universitäten? Zum einen kann man ganz klar sagen, ein Studium im Ausland als Alternative zum Studium in Deutschland, für die, bei denen es, ich sag mal, abischnittmäßig nicht so reicht oder die in diesen neuen Testformaten nicht so gut waren, BAR, PSY, DGPS mal als Stichwort. Das ist völlig offen, ob das entsprechend Möglichkeiten bietet, um später in eine Therapeutenausbildung in Deutschland zu kommen. Muss man ganz klar sagen. Studiert ihr in den Niederlanden oder in Österreich, dann ist das Studium europaweit anerkannt als Abschluss, zum Beispiel der Bachelor oder auch der Master im Bereich Psychologie. Es sei denn, ihr möchtet später Therapeut werden, psychologischer Psychotherapeut oder Therapeutin. Da kann man derzeit nur sagen, Vorsicht bei einem Auslandsstudium. Die Deutschen haben da etwas reformiert, ohne jegliche Abstimmung mit ihren europäischen Nachbarn. Das ist schon ziemlich katastrophal. Was passiert, wenn das Ausland nicht mehr dient für diejenigen, die in Deutschland chancenlos sind? Natürlich erhöht das den Bewerberdruck auch an den Privatunis in Deutschland. Da muss man auch mitrechnen, dass das da mitunter auch schwieriger wird, einen Platz an einer Privatuni gegen Studiengebühren wohlgemerkt zu bekommen. So, dann gibt es noch eine Folge, die auch ziemlich negativ ist, Folge dieser Reformierungen. Und zwar früher war es so, dass wenn man einen psychologischen Studiengang, wie zum Beispiel soziale Arbeit, Erziehungswissenschaften, also eigentlich eher einen pädagogischen Studiengang, belegt hat, konnte man Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut werden. Das ist jetzt nach neuem Modell nicht mehr vorgesehen. Also wer Therapeut werden will, auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, der muss Psychologie studieren, Bachelor, polyvalenter Bachelor an einer Uni und danach den Master machen mit dem entsprechenden Schwerpunkt. Was noch abzuwarten ist, es gibt ja jetzt erst die neuen Masterstudiengänge Psychotherapie so langsam, da wird es einen extremen Run drauf geben. Gut, das war's. Teil 1 vor dem Chaos ist nach dem Chaos. Psychologiestudium. Wenn ihr Beratungsbedarf habt, wendet euch an uns. Den Link zeigen wir hier. Dankeschön.